Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade in Bernau bei Berlin. Ich sag mal Hauptbahnhof, weil wir haben zwei Bahnhöfe. Und das hier ist schon der größere. Ich fahre jetzt gleich nach Hamburg. Es ist gerade knapp 6.55 Uhr. Die S-Bahn ist gerade angekommen, der Regio nach Stralsund ist weggefahren. Und ich setze mich dann gleich um 7.07 Uhr in den RE3 nach Berlin Hauptbahnhof und steige dann da um in den 8.05 Uhr abfahrenden Flixtrain FLX 35 nach Hamburg und ich melde mich dann am Hauptbahnhof wieder.
angekommen am Berliner Hauptbahnhof. Stehe ich jetzt auf Gleis 7-8, warte auf meinen Flixtrain nach Hamburg. Das ist der FLX 35 aus Leipzig kommt. Und die Fahrzeit beträgt 1 Stunde 59 zum Hauptbahnhof. Ja, die Fahrt im RE3 war ziemlich entspannt. Dafür, dass es Hauptverkehrszeit ist und man aus dem Speckgürtel nach Berlin reinfährt. Ihr habt gerade den ICE nach Hamburg wegfahren sehen, den ich sonst genommen hätte, aber da ich das Ganze kurzfristig gebucht hatte, ging es halt auch um den Preis. Und der Flixtrain war alleine hin, 12,99 nur. Der Deutschen Bahn hätte ich 88 Euro irgendwas bezahlt, so. Ja, ich filme dann jetzt ein bisschen hier rum. Dann steige ich in den Zug ein. Und ich habe noch gar nicht das genaue Ziel verraten. Es geht nach Hamburg-Finkenwerder. Ich werde am Hauptbahnhof abgeholt und dann geht es mit der U-Bahn oder der S-Bahn rüber zu den Landungsbrücken und dann mit dem Wassertaxi weiter nach Airbuswerk Finkenwerder oder so. Ja, und den Rest laufe ich dann. Ich glaube, das ist jetzt dann schon meine Abschlussrede. Ich weiß nicht, ob ich am Hamburger Hauptbahnhof noch eine machen kann. Die Troller hier war ein bisschen nett, hat nicht die ganze Zeit gelabert. Ist jetzt erst der vierte Versuch oder so. Ich glaube, man hat sie trotzdem gehört. Solange man mich hört, ist mir das jetzt in dem Fall egal. Und ja, ich guck mal, wie meine erste Fahrt mit dem Flixtrain laufen wird. Hoffentlich ganz entspannt. Und ja, ich habe einen Fensterplatz in Waggon 2. Gucken wir mal, ob wir eine besondere Lok haben. Ansonsten, ich lebe auch mit einer normalen, weil ich noch nie Vectron gefahren bin. Taurus aber auch nur hier auf dem RE1. So, die Troller muss jetzt reden, wo ich sie gerade gelobt habe. Gerade ist der Nightjet weggefahren. Es ist jetzt 7.49 Uhr. Mein Zug fährt 8.05 Uhr hier von Gleis 8. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß noch beim Gucken. Nachdem mein Flixtrain jetzt auf einmal von Gleis 14 kommen sollte, eine Minute früher das angesagt wurde, ich hochgerannt bin mit meiner fetten Tasche und absolut niemand den Zug bekommen hat und der jetzt weg ist, stehe ich jetzt hier am Hauptbahnhof. Es ist kurz nach 9 auf Gleis 14 und fahre jetzt mit dem Nahverkehr nach Hamburg Hauptbahnhof, das heißt mit dem RE2 von der UDEC nach Schwerin Süd und dann von Schwerin Süd mit dem RE1 weiter nach Hamburg. Ich melde mich dann unterwegs wieder. Ich bin gerade ehrlich gesagt echt sauer auf die Deutsche Bahn, die es nicht hingekriegt hat, pünktlich eine Ansage zu machen. Deswegen stehe ich jetzt hier, schaue mir den Eurocity an, fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht und ja, nicht optimal gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Flixtrain läuft, da die Kundenhotline erst um 9 Uhr anfängt und um 8:05 oder 8:50 Uhr den Zug verpasst habe. Da gibt es nichts Neues. Der nächste Flixtrain fährt hier um 12 und der nächstgünstige Intercity wäre um 11:11 Uhr. Und dann bin ich jetzt auch schneller, wenn ich irgendwie mit der ODEC und dann mit dem Regio fahre. Deswegen, ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Mir hat es gerade nicht so viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ihr genießt den Vlog weiter. Ich hoffe, ich genieße meine Fahrt.
und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Und Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Endlich angekommen in Hamburg Hauptbahnhof. Seht ihr hier meinen Regionalexpress, der mich aus Schwerin Süd hierher gebracht hat. Ich bin endlich wohlbehalten angekommen. Zum Ende hin wurde die Fahrt noch mal ein bisschen lustig. Ein paar Jugendliche haben ein paar Lieder geschmissen. Und das mit Gummibären und so. Mal gucken, ob ich die Aufnahme mit reinpacke. Ich stehe jetzt hier auf Gleis 6/5. Warte hier kurz, bis da drüben meine S-Bahn kommt. Da kommt schon einer, aber in die falsche Richtung. Und dann möchte ich mit der S-Bahn nach Landungsbrücken fahren und dann mit der Fähre rüber nach Finkenwerder zu meinem eigentlichen Zielort. Ich hoffe, ihr könnt alles hier gut sehen, weil ich bin gerade ziemlich aufgebracht. Ich habe es nämlich endlich geschafft, hier in Hamburg anzukommen. Mit, ich glaube, 4 Stunden Verspätung. Und ja, ich verabschiede mich dann jetzt hier von euch. Bedanke mich, dass ihr den Vlog geguckt habt. Und zum Ende hin könnt ihr dann jetzt noch ein paar Aufnahmen sehen von meiner Fahrt nach Hamburg-Finkenwerder mit dem Wassertaxi-Fähre. Vielleicht gibt es auch ein paar Aufnahmen aus dem Hamburger Hafen. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und viel Spaß mit dem weiteren Videoverlauf und bis zum nächsten Mal. Oh,
Ja.